Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Wir gucken uns nochmal hier unten um. Achso, ich hatte jetzt nochmal nachgespielt. Ja, klar. War da hinten eigentlich was? Es tut mir echt leid, der erste Part ist wirklich lange her. Ja, auf den Schrank bin ich gar nicht. Was machst du denn? Was machst du denn? Bin ich gar nicht so scharf. Chill. Das ist lästig. Ich weiß nicht, inwiefern wir hier schon durchgegangen sind. Ich weiß, dass mir hier Hunde entgegengekommen sind. Mindestens genauso nervig sind wie die Zombies. So, kann ich hier was verschieben? Habe ich das versucht? Was ist das? Money! Oh, wie schön. Ich verschwinde nicht mal Platz dafür. Peter, was ist mit dir? Krieg ich von dir auch was? Böser Schrank. Oder was auch immer. Das war... das Badezimmer. Ich erinnere mich. Kommen wir denn hier weiter? Ich hoffe, er ist tot. Wäre schon geil. Achso. Alter! Was steckt der ein? Jetzt gut, ne? Du Arsch! Was war denn das? Okay, hier geht's weiter. Ah.
Also es ist ein langer Gang. Ach, toll. Ich hoffe, sie sind verschwunden. Hier ist eine Tür. Na klar, was denn noch sonst? Was finde ich denn hier? Ein Schlüssel? Nein, hier geht's nach draußen. Ich will nicht. Das sparen wir uns noch mal eben. Ja, toll. Schon wieder dem Tode nah. Einmal gespeichert hatte ich jetzt schon, damit ich mir den Schlüssel nicht andauernd wiederholen muss. Der Titel ist Gib mir friedlichen Schlaf. Schön da sitzen bleiben. Ah, das Bildnis eines müden Mannes im was? Mittleren Alters. Da unten ist ein Schalter. Möchte sie draufdrücken? Ja, mach mal. Alles gut. Schön da bleiben. Das Bild eines neugeborenen Babys. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Man erkennt auch nicht viel. Sitzen noch mehr. Ein Bild mit einem jungen Mann. Ja, da kenne ich den jetzt richtig oder nicht. Ein Bild von einem Kleinkind. Alles angemacht. Das Bild zeigt einen lebhaften Jungen. Ich vermute mal nicht, dass ich die alle anschalten muss. Das Bild eines verwegen aussehenden alten Mannes. Aber schön, dass ich es trotzdem tue. Ach, Mann. Nee. Das ist eine Nachricht. Gib mir den Frieden des Todes. Und ich werde dir die Freude des Lebens geben. Und da ist ein Schalter. War das falsch? Hätte ich das nicht machen sollen? Toll, und was hat mir das jetzt gebracht, außer dass ich von Vögeln gejagt wurde? Und auch eine nette Art, mir zu sagen, dass das falsch war. Oh Mann, wie geht das? Was passiert, wenn ich da wieder reingehe? Okay. Hm.
Wie finde ich denn heraus, was hier richtig ist und was nicht? Gib mir friedlichen Schlaf. Jetzt mal keine Schalter. Mal gucken, einfach nur noch mal. Ein Mann des mittleren Alters. Nee. Möchte ich nicht. Da ist auch ein Schalter. Das wissen wir ja schon alles. Ich will nicht so schnell drücken, weil ich Angst habe, dass ich dann Blödsinn mache. Hat das hier Sinn? Hilfe. Das ist eine Nachricht. Gib mir den Frieden des Todes. Und ich werde dir die Freude des Lebens geben. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich nicht. Boah, okay, die fliegen sofort los, wenn ich an diesem Bild gehe. Warum? Was ist denn mit dem Bild? Oh! Jill! Stopp! Okay, beschäftigen wir uns später mit, sofern wir das können. Oder das erste Bild? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich. Ich weiß es nicht. Wo wir nach draußen gehen. Und uns snacken lassen. Warte, doch bestimmt ein Hund oder sowas. Ging es hier nicht irgendwo nach draußen? Oder bin ich gerade an der Tür vorbeigelatscht? Ich gehe mal davon aus. Das war das Badezimmer. Was war hier? Ach. Ja. Genau.
Ding ist hier noch draußen. Ich kann mir sowas ja nicht merken, ne? Ich wusste das. Oh. Ja. Köter, bleib! Ah! Ach Mann. Und da sind wir drauf gegangen. Verdammter Köter. Krummel. Was? Kannst du mir auch schieben? Ja, kann sie nicht. Dann schieben wir halt dich. So. Denn das hier hätte ich ganz gerne. Hier war, glaube ich, nichts mehr, ne? Und der ganze Spaß nochmal von vorne. Was? Was war denn das jetzt? Okay. Ah, die Mira hat keine Lust mehr.
ergreifen. Super. Einmal erwischen lassen und ich gehe wieder drauf. Na gut, wir riskieren das jetzt einfach mal. Damit wir wenigstens dazu kommen, uns umzugucken. Wenn man weiß, was auf einen wartet. Und wo. Dann ist das ja auch nochmal ein bisschen was anderes. An der wartet die Tür. Ist das den Hund? Hunde sind doof. Ich hoffe, es ist nur ein. Muss mir meinen Kater wegscheuchen. Der macht schon wieder Blödsinn hier und es interessiert ihn kein Stück, dass ich ihn hier gerade wegschiebe. Aber das kenne ich ja schon. Wir brauchen hier jetzt nur einmal erwischen. Ich weiß nicht, was besser ist. Sie ist fest verschlossen. Wenn die Sonne im Westen was untergeht und der Mond im Osten aufgeht, werden nach und nach Sterne am Himmel erscheinen und der Wind wird dem Boden entgegenwehen. Das ist sehr poetisch. Dann öffnet sich das Tor des neuen Lebens. Jawohl. Und das hier habe ich jetzt völlig umsonst gemacht. Naja. Heißt also, hier geht's nicht weiter. Vorerst. Aber das macht nichts. Dann weiß ich das. Mit den Bildern muss ich nochmal gucken. Ich werde daraus nicht so ganz schlau, ehrlich gesagt. Und ich vermute, genau da geht's weiter. Ich habe keine Ahnung. Auch wenn ich das Remaster schon gespielt habe, wobei ich auch nicht weiß, inwiefern sich die beiden jetzt ähneln. Also ähneln tun sie sich, aber ob ich darauf vertrauen kann. Nein, ich will immer noch nicht hinter den Schrank. Tja, was bleibt uns denn noch? Ich würde sagen, ich beende jetzt hier einfach den Part und damit auch erstmal die Aufnahme. Weil ich merke, dass es langsam immer später wird. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Gucken wir mal, wo es weitergeht. Ich weiß nicht, dieses Bilderrätsel. Muss ich nochmal schauen. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Resident Evil.